so ein Fotoshooting haben wir noch nie gehabt. Macht Spaß. Also wir haben versucht, ein bisschen den Sprint nachzustellen. Gar nicht einfach, dass man da immer die richtige Position findet, dass genau vor der Kamera der Schritt richtig drauf ist. Aber ich glaube, am Ende haben wir es sehr gut hingebracht. Es ist ziemlich mehlig gewesen, passt gut zur Kornspitz. Die haben uns da 200 Kilo Mehl gegeben und ja, das haben wir alles gebraucht fürs Fotoshooting. Bauch einziehen und solche Sachen sagt mir der Trainer beim Wettkampf nicht, das hört man heute hin und wieder öfters. Ja, es sind coole Fotos, mir taugt es eigentlich nebenbei immer hin und wieder so ein Fotoshooting zu machen. Es ist ein bisschen Abwechslung im ganzen Training. Ich bin total begeistert, mal Sport und Ernährung von einer anderen Seite, und Mehl, glaube ich, ist ein wunderbares Medium, um so einen Sportler oder Sportlerin darzustellen. Finde ich großartig. Ja, es war ein Riesengaudi. War natürlich nicht ganz leicht, dass man da immer genau den perfekten Schuss dann erwischt. Im Endeffekt haben wir für jeden eine super Büte erwischt. Sensationell, wie sie sich entwickelt haben, und die haben das wirklich gut rübergebracht, auch vom Blick her, dass das in die Kamera ist und die Bewegung, also alles zusammen, fantastisches Shooting. Grundsätzlich ist für uns immer spannend, Dinge zu tun, die sonst keiner macht. Die drei Models natürlich da prädestiniert sind dafür, mit ihrer Sportlichkeit und auch mit ihrem schauspielerischen Talent, wie wir dann mitgekriegt haben.